In diesem Video geht es um das Zeigedreieck einer RC-Reinschaltung. Und dazu haben wir zwar hier die RC-Reinschaltung. Jetzt hier mit den Angaben, dass wir eine Wechselspannung von 20 Volt haben. Dann hier ein Widerstand mit einem Wert von R gleich 40 Ohm. Eine Kapazität von 100 Mikrofarad, einer Frequenz von 50 Hertz. Und dann kann man jetzt mit diesen Angaben jetzt hier den Strom durch die Reinschaltung brechen und auch hier die Spannung an Widerstand und Kapazität brechen. Wie man das jetzt macht, das habe ich schon im extra Video erklärt, verlinke ich mal eben hier. Hier will ich mich speziell darauf konzentrieren, zu zeigen, wie man jetzt die einzelnen Größen in Zeigerhand darstellt. Und zwar haben wir jetzt hier den Strom schon berechnet. I ist jetzt, nur ganz kurz wiederholt mit den Formeln, I ist gleich U0 Wechselspannung durch Z Gesamtimpedanz, also dann X, also R plus XC. Damit erhält man dann den Strom und dann UR über die Formel R mal I und dann UC über die Formel XC mal I. Ich sehe jetzt die Impedanz hier der Kapazität über die Formel 1 durch J mal 2PF mal C. Und dann erhalten wir eben diese Größen. Wir haben jetzt hier komplexe Größen, die wir halt dann auch ins Zeigerdreieck eintragen können. Und das will ich mal kurz zeigen. Jetzt ein Zeigerdreieck sieht das so aus, dass wir jetzt hier einmal eine reelle Achse haben, dann hier eine imaginäre Achse und dann jetzt mit dem Strom angefangen. Der Strom hat jetzt hier einen Winkel von 38,51 Grad, also dann positiv und jetzt nur mal gezeichnet, also theoretisch eine Aufgabe müsste man es dann wirklich mit Geodreieck genau den Winkel eintragen. Hier nur mal ganz grob gezeichnet, haben wir jetzt ungefähr zum Beispiel jetzt so einen Strom, das wäre jetzt hier I. Dann die Spannung UR ist jetzt hier 50,65 Volt und jetzt auch mit einem Phasenwinkel von 38,51 Grad. Deswegen könnte zum Beispiel UR jetzt so aussehen und dann weiter UC hat jetzt einen Winkel von minus 51,49 Grad und deswegen könnte zum Beispiel UC so aussehen und dann sehen wir jetzt Folgendes. Einmal sehen wir, dass wir jetzt zwischen Strom I und der Spannung UC jetzt einen 90-Grad-Winkel haben. Sehen wir, hier bei Strom haben wir den Winkel von 38,51 Grad. Hier bei UC minus 51,49 Grad. Ergibt insgesamt eine Differenz von 90 Grad. Und da ist auch das Sprichwort Kondensator. Ist ja Kapazität, Kondensator. Strom kommt zuvor. Deswegen haben wir jetzt hier einen um 90 Grad vor einen Strom. Und das jetzt mal mit zeitabhängigen Größen dargestellt, würde das so aussehen, dass wir jetzt mal hier wir eine Sinus-Wechselspannung haben, speziell dann die Wechselspannung UC, dann wird dann hier der Strom so aussehen, dass wir jetzt hier ungefähr so einen Stromverlauf haben. Weil 90 Grad vor allen, wir sehen, 360 Grad ist ja ein kompletter Sinus, dann ist 180 Grad eine Sinushalbwelle, 90 Grad eben hier so die Hälfte einer Halbwelle. Deswegen die Hälfte einer Halbwelle, dieser Abstand, den haben wir jetzt im Diagramm hier als Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Deswegen haben wir dann hier diesen Abstand voreilend. Deswegen sieht dann zum Beispiel der Strom so aus, dass wir eben genau hier diesen 90 Grad dann voreilend haben, weil Kondensator, Strom kommt zuvor. Das noch die Darstellung hier und wir sehen auch, wir haben jetzt auch zwischen UC und UR einen Winkel von 90 Grad, kann man hier eintragen und das liegt jetzt daran, dass wir auch zwischen Widerstand und der Impedanz XC 90 Grad Phasenverschiebung haben, weil das kann ich auch nochmal extra im Zeigerdreieck eintragen und zwar jetzt mal hier im extra Zeigerdreieck, hier mal wieder reelle Achse, hier imaginäre Achse und dann der Widerstand R mit 40 Ohm, der könnte zum Beispiel jetzt hier als Zeiger so aussehen, weil, klar, hier Widerstand 40 Ohm, wir haben jetzt nur einen reellen Anteil, keinen imaginären Anteil, deswegen nur einen Zeiger hier auf der reellen Achse und dann XC, jetzt mit der Formel 1 durch J mal 2 Pi mal F mal C, kommt hier ein Wert von 31,83 Ohm raus, jetzt mit einem negativen Winkel minus J mal 90 Grad, also würde auch sein, hier der Wert mal minus J, heißt, wir haben jetzt nur einen imaginären Wert, der dann jetzt hier durch den negativen Winkel von minus 90 Grad dann so aussehen würde. Das wäre jetzt zum Beispiel XC
Und dann sehen wir eben, dass dann auch die Gesamtimpedanz R plus XC, also hier Gesamtimpedanz Z, dann so aussehen würde, weil wir addieren jetzt einfach diesen Zeiger plus diesen Zeiger, ergibt dieser Zeiger, das wäre Z. Und da sehen wir eben auch, dass wir jetzt hier diesen 90-Grad-Winkel zwischen Virchen R und dann Impedanz XC der Kapazität haben. Und deswegen haben wir auch bei den Spannungen an Widerstand und Kapazität, also zwischen UR und UC, auch genau diesen 90-Grad-Winkel, wie wir ihn hier haben. Deswegen das noch eine wichtige Sache dazu, dass jetzt die bestimmten Zeigerdramen jetzt in der Aufgabe müsst ihr halt genau den Winkel hier eintragen. Und dann gilt auch, dass jetzt die Zeigerlänge genau die Größe darstellt. Also dann zum Beispiel hier UR betrachtet, wären dann hier die 15,65 Volt genau die Länge des Zeigers hier UR. Und dann von UC haben wir hier einen 12,45 Volt. Das wäre halt genau diese Länge. Deswegen in Echen müsste man das noch genau eintragen. Und zum Schluss noch eine Sache. Man kann jetzt sehen, wenn man jetzt UR plus UC addiert, dann, jetzt hier nochmal UR angeschrieben, dann heißt das ja, dass wir jetzt hier an UR diesen Zeiger UC jetzt hier ranhängen. Wir sehen, wir kommen dann quasi dann hier raus. Also der gesamte Zeiger wäre halt der dann, weil das, dieser Zeiger hier rangehängt, wäre halt beides addiert. Erhalten wir dann hier U gesamt. Und da sehen wir eben auch, U gesamt ist jetzt nur reell, weil U gesamt ist jetzt genau die 20 Volt Wechselspannung. Da haben wir jetzt hier erstmal keine komplexe Darstellung. Das noch eine Sache dazu und jetzt verlinke ich noch ähnliche Videos in der Playlist und ich verlinke noch kurz meinen Chemio-Mat-Kanal. Da mache ich auch ein Lernvideo, falls ihr Interesse habt, könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Und das war's dann damit zu diesem Video.